Die Dame? Ja, zum PFA, zum Staatspreis würde ich sagen, Fabian. Bitte gern. Ja, seit 106 Jahren gehören die rund 10.000 Telefonzellen in Österreich zum Straßenbild. Und obwohl die Glanzzeiten schon längst vorbei sind, muss man sagen, die Telefonzelle hat sich verändert und mit ihr auch die Funktionalitäten. Neben dem Telefonieren am klassischen Münzer gibt es heute Stromtankstellen mit Photovoltaik. Wir haben Kunstprojekte realisiert, es gibt Bücherzellen, A1-Paketstationen wurden entwickelt und auch Telefonzellen mit Defibrillatoren. All diese Funktionen haben wir glaubwürdig und aufmerksamkeitsstark mit Leben erfüllt und entsprechend inszeniert und vor allem den Nutzen erlebbar gemacht. Mit klassischer PR, aber auch mit Social Media Tools konnten wir die ganzen Funktionalitäten aufmerksamkeitsstark in Szene setzen und die Botschaften bei den Dialoggruppen nachhaltig verankern. Regionalität war uns dabei besonders wichtig. Knapp 100 positive Clippings haben wir erreicht, sogar ein Podcast aus Australien war dabei. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir den Kommunikationsdinosaurier Telefonzelle in die Jetztzeit transferiert haben und das Image entstaubt haben und uns so der Spagat zwischen Tradition und Innovation wirklich gelungen ist. Ich glaube, es ist preiswürdig. Ja, und ich glaube, da vorne bei der nächsten Telefonzelle könnten Sie mich dann auch wieder rauslassen. Dann sind wir gleich beim PFA. Mach ich, sehr gerne. Dankeschön. Bitte gerne.